Morgen, morgen, mein Schmeckerls. Ja, heute ist voller Demo-Montag und ich spiele die Bierfabrik oder Bierfactory. So, was mir jetzt schon aufgefallen ist, bei den Einstellungen hier unten gibt es Anwenden und Sparen. Ja, Anwenden und Sparen. Macht Sinn. Und dann sparen wir uns das Ganze gleich und hören auf. Nein, wir fangen das mal an. Weil es die Bierfabrik ist, habe ich natürlich mir einen Bier besorgt. Verdammt, das war nicht im Eisfach. Oh. So, ein neues Spiel. Ja, was haben wir denn hier? Im normalen Modus spielst du mit der Spielerfahrung, wie sie entworfen wurde. Francis ist anwesend. Hä? Was hat das mit Francis zu tun? Macht er irgendwas? Im friedlichen Modus triffst du Francis nur einmal, der einen Gabelstapler-Upgrade-Teil zurücklässt, der den Turbo freischaltet. Du wirst ihn jedoch nicht mehr begegnen und auch keine zufälligen Boni bekommen, die er hinterlässt, wie Geld und andere Gabelstapler-Upgrades. Machen wir auf normal. Ich weiß ja nicht, was uns hier angreift. Also wahrscheinlich der Francis, wie ich das so richtig verstanden habe. Wir gucken mal. Oh, was für eine wahnsinnig tolle Fabrik. Wie ich sehe, müssen wir bestimmt erstmal aufräumen. Aber der Stapler ist noch schick. Stapler mit der Nummer 6. So, und ja. Fantastisch, da könnte man direkt Spider-Man lang fliegen lassen, das würde gar nicht auffallen. Jetzt lass mich spielen, Mensch. Wie oft willst du denn jetzt noch von allen Seiten zeigen oder was? Komm, jetzt nochmal irgendwie die Tür nochmal schnell. Noch, oh, ich kann überspringen. Nee, ich warte. Da steht da vor der Tür, das sind wir anscheinend. Oh, jetzt quatscht der schon noch Englisch. Da kann ich nicht lesen, wenn du quatschst. Halt mal die Fresse. Ich kann doch nicht. Ja, wir sollen hier irgendwas machen. Bla bla bla. Gut, wir fangen an. Das ist also unsere wunderschöne Fabrik. Ah, oh, ist die toll. Ich kann nicht über die fucking Straße gehen. Der Bordstein ist so hoch. Okay. Der Bordstein ist so hoch. Gut, stecken wir hier einen Schlüssel rein. Springen kann er nicht. Das ist sein maximales Gehtempo. Na gut. Ich ahne Übles. So, was haben wir denn hier draußen Schönes? Mit Alt. Was ist denn das für ein Blinken? Zeige interaktive Objekte um dich herum. Aha. Da drin gibt es natürlich wieder einen Haufen Müll. Komm her. Gabelstaplerteil. Müssen wir bestimmt hier dran machen. Ja, so wie es ausschaut. Bam. Okay. Noch was? Boah, Müll, Müll, oh. Mensch, ich hab mir richtig Bock drauf, Müll einzusammeln. Da hinten rein, wa? Oder? Einfach mal in die Ecke schmeißen. Komm, da stehen schon ein paar. So, und noch ein Schlüssel. Den anderen hat er übrigens vorne stecken lassen, oder? Oh ne, der dauert zu lange, bis ich da bin. So, noch mehr Müll. Och, neuer Rekord. Schöner Wurf auf Meta Value. Wer kennt's nicht, Meta Value? Oh Gott. Na gut, das ist doch der Prolog. Hier kann man doch was machen. Es kann, ist ja doch, es funktioniert zumindest schon mal. Ist zumindest kein totaler Reinfall. Ein bisschen höher ziehen, dann passt das auch. Nee, ich habe leider niemanden, der mir den Sound einfügt. Könnte ich natürlich machen, übrigens Quatsch. So. Der nächste. Oh, ich bin hier besser als Michael Jordan hier, ohne Ringberührung, ohne was. So, Büro ist sauber, wollte ich sagen, aber hier steht immer der gleiche Müll rum. Geld im Müllifund. Fast 57 Dollar. Ich sollte öfter meinen Müll suchen, Mensch. Meine Güte, das ist nicht ein Stundenlohn hier. 2 Minuten gespielt und schon reich. Meter Value Meter. Ist das geil. Kaffee. Ich soll Kaffee machen. Nee, das widerspricht meinen Prinzipien. Das mache ich nicht. Gibt's nicht. Hier wird kein Kaffee gemacht. Was ist denn das? Pimp my Forklift. Räder. Den Gabelstapler. Forklift. Na gut. Damit die Demo nicht endet. Ich dachte, kostet 1 Dollar. Das sah gerade aus, als wenn ich mehr bezahle. Und warum bezahle ich an meinem eigenen Kaffeeautomaten Kaffeegeld? Und jetzt? Auch gleich mit Deckel. Mensch. Für die Umwelt. Recycling. Muss ich den jetzt auch noch wegschmeißen oder habe ich jetzt so einen Berg auf dem Boden? Habe ich Füße? Ne, ich habe auch keine Füße. So, was soll man jetzt machen? Hier in Umkleide gucken. Wer hat denn hier hingeschissen? Können wir hier uns rangehen?
Boah, das hat sogar Sound. Noch mehr Müll? Hui, es macht so viel Spaß, den Müll wegzuschmeißen. Oh, ist das toll. So, was haben wir hier? Stromkasten. Jetzt muss ich noch die Schaltungen lernen, oder? Ist aber schlecht verkabelt, du. Und jetzt? Find die Sicherung und nimm sie ihr. Da liegt sie. Hat extra jemand rausgemacht, damit ich eine Aufgabe habe. Ich dachte, ich baue hier eine Bierfabrik. Was jetzt? Du bist der wahre Besitzer. Du bist ein Suffkopf, wie mir scheint. So wie du redest. Hä? Was will ich jetzt mit dem machen? Jage den Penner weg, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Ach, das ist ein Ninja aus. Hä? Ach, noch eine Kiste. Noch ein Tuning-Teil. Kann ich hier hochklettern? Nee, natürlich nicht. Ist hier hinten noch irgendwas, wenn ich schon mal bis hier hinten gelaufen bin? Nicht so richtig. Alter, die Mucke, als wenn ja voll die Action los ist, Mann. Weil ich einen Penner jagen soll. Ja, du bist mir ja. Was habe ich denn von dir? Guck, hier gibt es super tolle Kisten mit Räder 2. Jetzt hat das. Der Gabelstapler schon zwei Räder. Oh, wie das Action. Oh, noch mehr Geld. Oh. Kann ich das nicht hier reinschmeißen? Da liegt ja noch was. Muss man wirklich in jedem Simulatorspiel erstmal am Anfang alles sauber machen? Guck mal, jetzt habe ich hier noch Waffen für dich, du dummer Penner. Oh, gut. Die Treffer. Oh, geil, das sieht ja fantastisch aus. Propan. Komm, hau ab. Lass mich jetzt schon. Verschwinde. Komm, geh in deinen Müll. Den Pfeife hier. So, finde die zweite Gabel. Gut, dass man sie angezeigt bekommt, damit man sie nicht suchen muss. Oh, fantastisch. Oh, durch damit. Gabelstapler freischalten. Motor anmachen. Die Gabel hat rote Punkte gekriegt. Wieso das? Weil er bewegt sich zumindest, auch wenn das total komisch aussieht. Er bewegt sogar die Beine, wenn ich Vor- und Rückwärtsgang mache. Aber das ist schon mal ganz schick, ganz Premium hier. Richtig edel. Man sieht der Charakter scheiße aus. Was hat denn der da am Kopf? Ist das ein Gesicht? Das ist schon mal dieses hohle Gesicht. Das könnte auch so ein richtig Psycho-Gesicht sein. Oh, ist das herrlich. Ich glaube, das nehme ich als Bild. Leute, das muss ich kurz mal. So, mal kurz ein Screenshot von ihm. So, Motor aus. Ich muss ja irgendwie rein. Noch ein Schlüssel. Mensch, der Herr der Schlüssel hier. Alles muss ja aufgeschlossen werden. So, was soll ich jetzt machen? Müll in die Tonne werfen. Habe ich doch schon 100 Mal gemacht. Hast du das nicht gesehen? Hier, komm. Alles drinne. Bin ich nicht fantastisch? Noch mehr Müll. Guck mal, man kriegt ja Ruf dafür. Mensch, ich bin richtig... Also, ich suche mir auch meine Firmen immer nach einem Ruf aus, wie viel Müll sie weggeschmissen haben. Da sage ich mir, oh, das ist aber eine tolle Firma. Bei der kaufe ich jetzt öfter, weil sie so schön Müll wegwirft. Und bei denen kann ich nicht gehen. Die haben heute noch keinen Müll weggeworfen. Da können wir nichts kaufen. Die erste Frage am Tresen, wenn du was bestellst, habt ihr heute schon Müll rausgebracht? Habt ihr Müll weggeworfen? Nee, das machen wir mal abends. Oh, dann nee, das ist mir zu wenig Ruf heute. Da können wir nicht vorbeikommen. So, haben wir den Schmutz hier erstmal rausgeholt. Musst du sowieso machen, oder? Oh, oh, oh. Ich soll mir einen Besen kaufen. Oh, ich bin Rufstufe 2, Mensch. Habe ich dafür was gekriegt? Nö. Das ist aber kein Besen. Das ist kein Besen. Das ist ein Wischer, verdammte Scheiße. Brauch ein Bier. Vielleicht wird es hier besser. So, nimm den Besen. Ich dachte, ich mache hier Bierbrauen und Bierfabrik und so. Warum soll ich denn hier die ganze Zeit sauber machen? Ist das hier der Reinigungssimulator oder was? Und jetzt kann ich hier die Scheiße wegwischen aus. Oh, ist das Premium. Wie doll das aussieht. Wie bei so einem Radierer im Paint. Oh, der Rest ist zumindest automatisch weggegangen. Okay, okay. Hier war doch noch irgendwo so eine Schmutzstelle, oder nicht? Nicht noch eine zweite gesehen?
Da? Reicht das nicht in die Mitte? Zweimal rüberwische? Reicht nicht. Jetzt, ha. Und das hier noch. Das geht nicht. Ist zu schmutzig. Ach. Wie werde ich das voller los hier? Das ist nochmal eine Quatschstelle. Komm. Jetzt ziehen wir nochmal drüber. Haben wir jetzt alles? Oh, noch mehr Rufpunkte, weil ich ein bisschen geputzt habe. Kaufe den Werkzeugtisch. Ich habe doch eben schon den Mob gekauft. Ich muss mal langsam Einnahmen machen. Der Mob war schon bei 20 Dollar. Ganz schön teures Gerät. Werkzeugtisch. Ach, geil, eine Werkzeugtisch. Diese Einblendung. Das ist einfach fantastisch. Aber so cinematisch. Einfach Premium hier alles. So, wollen wir mal schauen. Was macht denn der Werkzeugtisch? Ich habe jetzt einen Werkzeugkoffer in der Hand. Mit einem Schrauben. Mit einem Maulschlüssel. Benutze den Werkzeugschraube alles. Och nee, nicht schon wieder Schrauben. Das kennt man doch von jedem anderen Spiel schon. Ich muss da drauf gedrückt halten. Okay, drehen, ja. Ist die drinne, ja. Och geil, und das Ganze viermal, wa? Oh, sowas habe ich richtig Lust. Wenn ich sowas nicht ins Spiel integriert hätte, würde ich das nicht holen. Das stelle ich mir auch direkt vor. Quatsch, hier fehlt auch eine Windung oder was? Das stelle ich mir direkt vor, wenn ich mir sage, ich spiele heute mal den Bierfabrik-Simulator. Da werde ich erstmal Schrauben in den Boden schrauben. Oh, Schrauben. Oh, erzähl mir mehr. Die da ist noch nicht ganz drin. Wer hat sich das mit diesen scheiß Schrauben ausgedacht und wer findet das geil, dass man sowas machen muss? Das ist doch Beschäftigungstherapie für Nüchterne. finde die erste Stütze. Na, die da. Och geil, genau so mache ich das auch immer. Oh, es sind zwei Böden. Da. Oh Gott. Hört das nochmal auf? Was ist hier los? Danke, danke. Das machen wir doch mal direkt. Ist auch gar nicht laut auf der Ohren. Ja, ich hab irgendwas gemacht. Super, danke. Und nee, noch mehr Regale aufbauen. Och nee, das machen wir jetzt nicht. Kaufe eine Erweiterung. Ja, gut, ich muss kein Regal aufbauen. Oder heißt Erweiterung weitere Regale? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Was gibt's denn hier noch? Getreideschrotmühle. Verbesserte Lagerregale. Oh, die will ich nicht haben. Oder doch, da passen drei rein. Drei Böden statt zwei. Brautanz. 2500, meine Güte. So. Der erste Maschinenraum kostet 100, der zweite 12.500. Das nenne ich mal Inflation. Das ist ein Quatsch, aber. Ich kann mir Paletten kaufen und Regalstützen und Regaldinger. Nee, will ich alles nicht. Ich will hier was kaufen. Ich will was brauen. Jetzt 7500. Oh, die muss nicht zusammenschrauben. Die steht direkt. Oh, sehr gut, Mensch. Oh, will er mit doppelter cinematischer. Ach, oh, diese Perspektive. Jetzt einen Computervertrag annehmen. Vertrag. Veredle 17 Säcke mit rohem Malzkorn. Okay. Dann müssen wir den Kram aber erstmal hier drin. Okay, jetzt können wir es kaufen. 17. Kann ich gedrückt halten? Nein, natürlich nicht. So. 17, 681. Dann sind wir ja schon fast pleite. Liefergebühr auch noch, obwohl ich bei über 500, also über 100 Euro bin. Alter, da wollen die noch ein Liefergebühr haben. Unverschämtheit hier. Drecksverein. So, lieferfrei hier oder nicht? Ach nee. Und jetzt? Was ist los? Oh. Lieferung. Was steht der hier eigentlich mit Licht an? Da geht da nachher der Motor nicht mehr. Ach, man weiß auch nicht. So. Ja, Junge, ich bin ja da, Herr mit dem schwarzen Scheiben. Oh, der lässt sich ja richtig geil fahren, Mensch. Der Sound ist auch gar nicht schlimm und laut und schrecklich und. Danke, dass Sie mir geholfen haben beim Aufmachen.
sind ja fantastisch. Was für ein super Mitarbeiter. Ich kann auch so gut gucken. Nö. Ich komme nicht weiter rinfahren. Jetzt. Ja, Palette. Ich kann die Palette mit R einfach festriegeln, dann kann sie nicht mehr runterfallen. Gib mal Gummi. Was macht denn dieses Rät? Komm schon. Muss ich hier einen Gang einlegen, in anderen oder was? Ha, Horn. Geht nicht. Verlassen gegen Motor ein- und ausschalten gegen Kamera umschalten. Premium, so gucke ich immer. Oh ja, kann ich die Palette sehen. Okay, okay, gut. Ganz viel Kameraeinstellung, Gabeln anheben, senken, das haben wir schon gemacht. Verankerung umschalten. Wo muss ich denn jetzt rein? Kommt das da raus oder kommt das da, na, da rein? Okay, okay. Alter, steht da irgendwo auf der Bremse oder was? Ist die Handbremse. Jetzt fährt er nicht mehr, okay. Komm, lass runter, die Scheiße. Boah, ich heb mich selbst an. Wir sind jetzt... Ah, ich muss mit R, weil er loslassen. Die Palette ist ja festgeklebt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Macht Sinn. Aus dem Motor, der ist auch gar nicht laut. So, und jetzt? Akkurat, aber es funktioniert nicht. Nee, ich möchte nicht clean, schneller. Anmachen. Anmachen. Stop. Engine. Noch ein Schlüssel, Mensch. Hill. Sirtness. Was? Ich habe die gekauft und da ist gleich Schmutz auf dem Boden. Wer hat denn das platziert mit Schmutz? Schon wieder Müll. Mit Müll gekauft. Mensch, ist das die Verpackung gewesen oder was? Jetzt mal hier die Scheiße wegwischen. Ich dachte, ich habe alles weggewischt. Ach komm, jetzt reicht doch mal lang. Wahnsinn. So, da haben wir also noch einen Sack. Komm mal her. Die sind runtergefallen jetzt, sowas. Wirklich jetzt? Okay, sieht fantastisch aus. Geht das irgendwie ablegen vernünftig oder ist das nur mit Werfen? Muss mir eine Sacke ziehen? Ist der nicht weggeflogen? Ich sehe gerade, hier ist noch mehr Schmutz. Müssen wir nochmal ran hier. Ich meine, das Ding muss ja sowieso erstmal nachfließen da. Ah, der Putzsimulator. Oh ja, da hat man mehr Putzen als zu Hause. Der hat nachgeschoben. Aber ich habe noch 0. Wieso habe ich noch 0? Das steht doch 17 Stück. Mann, ich bin zu schnell. Den müssen wir langsamer machen hier. Ach Gott. Lebt direkt an der Palette wieder? Palette auf. Meine Güte, also die Physik ist. Akkurat. Genauso sollte sie landen. Und jetzt? Wieso kommt hier nicht raus? Ist alles grün? Stopp? Nee. Warteprozess. Hä? Oh, ich muss sie gedrückt halten. Warum? Also passiert wenigstens was. Okay, okay. Warum muss ich das hier gedrückt halten? Ah, warum das Bier jetzt einfach mal kühlen soll.
Zählt durch? Nee, können wir noch ein Virengegner raus? Ach komm, jetzt bleibt fertig. Was ist denn, wenn ich davon mal 50 Stück machen muss? Muss ich denn hier warten oder was? Ich dachte, ich habe hier eine Bierfabrik und nicht der Hebelhalter. Fertig, okay. Jetzt haben wir eine Palette. Jetzt wird er mit dem Stapler exportieren. Wo soll denn das hin? Kann ich das im Regal lagern oder was? Die Punkte da vorne sehen auch sehr merkwürdig aus. Aber ich dachte, ich mache hier eine Fabrik, bin ja nur der Einzelkämpfer oder was? So, R drücken, damit es drauf kleben bleibt. Dann liegt ja noch mehr Müll und Schmutz. Kommt das hier automatisch? Ich habe doch jetzt schon mal sauber gemacht eben, oder nicht? Was ist denn mit dem Stapler? Warum fährt denn der so kacke? Was ist das für ein Sound? Da sollte ich also hin, okay. Geht das Horn jetzt? Horn geht nicht. Oh, direkt reingeploppt. Perfekt. Genau von hier hätte ich das auch nicht. Achso, der hat die ganze Zeit hier gewartet, weil das der Auftrag war. Okay. Und raus aus dem Puff. So, schrottetes Malz exportieren. Perfekt, Mensch. Wir sind ja hier der beste Einzelarbeiter, den wir je gesehen haben. Vertrag bestätigen. Geld gekriegt. Du hast erhalten 21 Rufpunkte. Können wir davon jetzt was kaufen? Jetzt habe ich 3 Rufe. Mitarbeiter freischalten. Premium. Derrick Johnson. Ohne Augen? Hat er keine Augen? Was, hier Dämonen einstellen oder was? 7,50 € die Stunde. Und 50 für Rekrutieren oder was? Damit er herkommt oder was? Findet Weg sonst nicht. Ah, Derrick Johnson ist ein begeisterter und entschlossener Mitarbeiter, der sich darauf freut, die Bierproduktion zu erlernen. Er ist ein schneller Lerner. Auf Details. Bedacht und arbeitet leicht im Team. Ein Mann-Team oder was? Um Produktionsziele zu erreichen, ist er auch flexibel und motiviert, hart zu arbeiten, um seine beruflichen Ziele zu erreichen. Bereits eingestellt. Hä? Ja. Und nun? Bereits eingestellt. Es gibt keine weiteren. Es gibt 2 Mitarbeiter. Stelle Mitarbeiter ein. Nächster Gehaltscheck. Oh, ich muss mich beeilen, der will gleich was verdienen. Was mache ich jetzt? Aufgabe, 50 explodierte Schrotmalzsäcke. Schimpf, oder? Also Lieferung, 50. Oh, mal. Shift, 24 hinzufügen, geht nicht. Steuerung links. Geht nicht. Warum geht das nicht? Kann ich das hier drücken? Auch nicht. Hier funktioniert es auch nicht mit Shift. 2000 habe ich doch gar nicht. Wo soll ich denn 50 Säcke herkriegen? Kredit. Oh, 50. Ha. Gut, das kann man ja fixen. Aber trotzdem ätzend. Also das muss man nochmal getestet haben, oder? Da kommt aber noch. Mensch, das nehme ich aber eine schnelle Lieferung. Hallo. Weißt du auch, was du machen sollst? Ihr seid ätzend schon Stapler bedient. Jetzt muss ich das schon wieder machen. Die Tür macht er mir auch nicht auf. Was ist denn das mit dem Zaun? Warum klingt denn dieser Stapler einfach wie aus der Mülltonne? Oh, der bringt Müll raus. Ja. Ja. Ja, jetzt. Stapler rennt. Komm schon! Da kann ich ja zu Fuß gehen, Mensch. Was soll denn das? Oh, er hat auch die heftigsten Animationen hier. Was ist mit ihm los? Oh Gott.
Ich kann mit G ablegen. Och. Och. Mensch, jetzt habe ich jemanden, der Müll wegschmeißt. Kann ich dem Mitarbeiter irgendwie sagen, was er machen soll? Wer hupt denn jetzt schon wieder? Jetzt muss ich das 50 Mal drücken. Boah, purer Spaß. Wenn das Kind Spaß macht, weiß ich aber auch nicht, du. Ist einfach viel besser als Factorio. So, aber das waren noch keine 50 Säcke, oder? Ah. Muss ich jetzt hier... Warte mal, was ist denn, wenn ich das nicht mache? Macht das hier mein Mitarbeiter? Und den Müll mitnehmen wir noch. Das können wir nicht wegwischen, das ist so, okay. Na, sagen Sie mal, wo bist du? Was machst du da hin? Nix, oder? Wie gebe ich denn dem in Auftrag? Der kann nochmal den Schalter da drücken, den beschissenen. Mitarbeiter. Entlassen. Oh Mensch, ich habe richtig viele Einstellungsmöglichkeiten hier. Oh, ich kann meinen Stapler noch tunen. Können wir noch bunt machen. Oh, geil. Komm, mach mal hier so ein bisschen gräulich. Oder gelb. Nee, gelb geht nicht. Andere Farben gehen nicht. Warum nicht? Ich sehe es hier nur weiß und schwarz. Motor. Turbo freischalten. Gucke an. Ich merke keinen Unterschied. Räder? Oh, geil. Oh. 10% Bonus. Vielleicht ist er denn einfach schneller. Nur kosmetisch. Aber ich dachte, ich soll 50 machen. Das ist nochmal ein anderer Auftrag, oder? Hä, 26? Warum ist denn jetzt hier 26? Hä? Der bringt immer nur Müll weg, oder was? Mehr kann der nicht. Ich muss das wirklich alles per Hand machen hier. Na gut. Wir halten hier den wunderschönen Hebel. Kann ich hier nicht was reinklemmen? Oh. Mann, macht das Spaß. Das ist so toll. Ich hab mich richtig verliebt. 57, da krieg ich ja auch nicht. Der macht bloß Müll wegwerfen. Das hätte auch erledigen können. Der kann mal den scheiß Schalter hier halten. Was ist denn jetzt? Hier, du Pfeife. Hier, sammel den Müll weg. Depp. Hier, nimm. Arschgesicht. Oder drückst du jetzt den Schalter? Machst du jetzt irgendwas? Oh, Mitarbeiter verwalten. Reinigungskraft. Mitarbeiter, hier. GC-Arbeiter. Schmeißt du mir den Müll vor die Füße? Was für ein Arsch. Was ist denn hier draußen noch los? Ist immer so laut. Der LKW steht noch. Der hat bestimmt noch Ware drauf, wa? Gut, das ist halt so gefühlt. Der 10. Simulator bloß in irgendwas anderes, ja. Machst du ja auch nicht. Du sollst den Hebel bedienen. Warte, Erwin. Ich hol dir mal eine neue Palette. Bist ja zu blöd. Oder wie hier auch immer hieß. Ich nenne dich jetzt immer Erwin. Ist das in Ordnung für dich, Erwin? Wenn sie was dagegen haben, sagen sie doch was.
Shift ist jetzt Turbo. Turbo ist schon gut, aber der Zaun bleibt scheiße. Mal geil, wie die Palette aufploppt, wenn man den hinten aufmacht. Ist ein bisschen höher. Ist jetzt auch geil. Wie so ein Elektrostaubsauger, ey. Aber in schlecht. So, Erwin, ich bringe dir hier eine Palette. Machen Sie mal was. Geil, oder? Muss der kacken oder platziert der die da drauf? Also ich habe die enger platziert. Oh Mann. Ach, der Stapler hört sich einfach schrecklich an. Kommt jetzt noch eine Palette oder was kommt jetzt? Bin ja schon da. Kann die zwei Säcke nicht per Hand abladen. Ein Stapel. Oh Gott! Ups! Passiert! Ist so akkurat gelaufen! Verdammt! Komm mal mit, Palette! Komm mal mit! Ja, ist der besoffene Wille da? Ach nee! Das lässt sich so akkurat steuern alles. Und so für die Geraden. Oh. Wo ist der LKW eigentlich hin? Ist der auch weggeploppt? Was leuchtet denn da drüben noch? Jetzt jag ich dich. Mit dem Stapler. Erwischt, passiert nicht. Na toll. Komm, die zwei Säcke kann ich auch erledigen, da brauche ich dich nicht für, du Pfeife. So. Machst du jetzt noch irgendwas? Ups. Ah. Da steht da noch eine Palette. Wo kommt die denn her? Hast du etwa gearbeitet? Oder war das noch von mir? Das ist bestimmt noch von mir gewesen. Absolut dem mir alles. Komm schon. Ist das jetzt hier der Müll oder der Gabelstapler-Simulator? Wollt ihr doch eine richtige Bier? Jetzt schrote ich hier das einfach nur 100 Mal oder was? Was macht der Penner hier eigentlich? Der gammelt ja einfach nur ab oder macht der auch noch irgendwas? Oh, ich muss mich mal anheben. Einfach jeden fahren, reicht aus. Komm her. Ich habe hier noch einen Müllsack liegen. Erstmal rübergeflogen oder was? Jetzt hat er sich wieder weggebeamt hier. Wie der Ninja hier. Von Johnnys Grillshow. Der Veggie Ninja. Veggie! Scheiß Veggie! Oh, der weicht richtig heftig aus, Mann. Das ist ja schlimmer als ein Bosskampf bei Dark Souls. Oh, der ist einfach krass. Voll der heftige Dude, Mann. Oh, jetzt ist er da hinten. Mann, richtig geil. Macht richtig Spaß so. Quatsch, warum sollte der sich wegporten können? Ist das ein Zauberer, ein besoffener oder was? Oh, fast Doppeltreffer gelandet. Ha. Okay. Ich komme immer wieder. Ich gehe dir einfach auf den Sack, Mann. Ich gehe dir richtig heftig auf die Nüsse. War nicht gut. Du hast jetzt weitergearbeitet. Nee, natürlich nicht. Du kannst einfach nichts. Du kannst einfach nichts. Sind wir ehrlich.
Komm, komm, du Affe. Geh Müll sammeln. Geh Müll sammeln. Und für andere Sachen bist du ja nicht. Verarbeitung, warte mal. Muss einer da stehen und einer hier, oder was? Aber ich kann die Knöpfe drückt halt. Oh, ist das gut. Oh, fantastisch. Ich muss dem Mitarbeiter sagen, dass er darüber gehen soll. Alleine kriegt das nicht hin. Ich dachte, der ist so engagiert und so ganz toll. Der hat doch so eine tolle Bewertung gehabt. So eine tolle Beschreibung vom Arbeitsamt. Komm schon. Alles. Kann es leider nicht mit R festmachen. Will nicht. Muss auch so gehen. Nicht runterfallen. Bleib drauf. Oh Gott. Einfach reinfahren. Reicht jetzt nicht, aber vorhin ging's. Ja, jetzt geht's doch. Akkurat. Seht ihr? Der will schon 15 Dollar haben. Der hat ja auch nichts verdient, der macht doch nichts. Der ist doch von ihr blepp. Und jetzt doch mal wegen 5 Sack oder was? Ach, die liegen einfach da. Ne, 17 Säcke noch. Ups. Motor abgewürgt. Genauso geht das, Leute. Habt ihr gesehen? Genau. Perfekt. Einfach nur perfekt hier alles. Quatsch. Einfach perfekt gelagert. Ey, warte mal. Maestro, du unfähigster Mitarbeiter, jetzt bist du wieder Reinigungskraft. Komm. Wurde voller degradiert. Ups. Jetzt steigt doch ein. Der Gabelstapler-Simulator. Ich dachte, ich baue hier Bier. Baue hier Bier hier. Brauche hier Bier. Meine Güte. Das muss der Alkohol sein. Das wird eine ganz harte Mischung werden. Aber das ist doch bisher nur Zucker. Verdammt. Oh, oh. Oh, diese Bindesequenzen. Die sind so gut. Oh, was kommt jetzt? Neue Errungenschaften. 100 von 10.000 Liter. Oh. Oh, jetzt fängt es langsam an, was zu werden. Jetzt geht's richtig los. Mit 50 Animationen dieser wunderbaren Halle. Ah, du hast das Ende. Jetzt, wo es losgeht? Jetzt, wo es losgeht. Jetzt, wo es spannend werden hätte können. Ach Mensch, ich wollte Erwin doch jetzt einen richtigen Job geben. Ach nee, na gut. So ist er manchmal. Ja, das war die Demo vom Bierfactory, also Bierbrauer-mäßig, so Bierfabrik. Ja, Simulator wie gefühlt erstmal jeder andere. Das Thema ist natürlich erstmal witzig, aber wie immer muss man erstmal einen Haufen andere Scheiße machen. Verzeihung. Boah. Bevor man vernünftig spielen kann. Insofern schaut es euch mal an. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch nicht schlimm. Ihr verpasst eigentlich nichts. Der Charakter läuft unfassbar langsam, finde ich. Grauenhaft. Die Leute sind zu dumm, dass man die immer Arbeit geben muss. Und zwar, die wechseln nicht von alleine. Oh Gott, meine Güte. Die wechseln nicht von alleine. Ja. Könnt ihr mal runterschreiben, wie ihr es findet. Ich fand es mittelmäßig. Nicht totale Katastrophe, aber auch nicht absolut prickelnd. Hab mir einfach mehr darunter vorgestellt, dass man mehr machen kann. Vielleicht so mit der Maus richtig die Maschinen platziert, aber nicht hier einfach, die sind da und ich schraube hier mal ein paar Muttern dran und fertig. Ein paar Säcke auf das Ding packen, kommt irgendwo da raus. Man hätte eigentlich nichts mitgekriegt. Es hätte auch Zement sein können oder sowas, weiß ich nicht. Insofern, ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.